Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Gerade eben war die Post da und hat mir mein neues Samsung Galaxy Note gebracht, welches ich mit euch zusammen auspacken und vergleichen möchte. Das Samsung Galaxy Note ist ja ein bisschen ein spezielles Ding. Smartphone ist es nicht mehr mit einem 5,3 Zoll Screen, Tablet ist zu klein. Also eine Mischung, etwas ganz Neues. Samsung versucht, eine neue Gerätekategorie zu etablieren. Ob das gelingt, ob die Vorteile eines Smartphones mit den Vorteilen eines Tablets kombiniert werden können oder ob nur die Nachteile übrig bleiben, das werden wir unter anderem in diesem Video anschauen. Aber zuerst packen wir das ganze Ding mal aus. Ihr seht, das kommt in einem relativ großen Kasten. Da ist einem schon klar, dass dieses Teil eben relativ groß ist. So. Dann können wir das hier mal öffnen. Tada! Okay, und dann seht ihr hier ein Riesengerät, ein richtig großes Teil. Nicht unbedingt schwer, auch sehr schlank, wie wir uns das von Samsung-Geräten inzwischen ja gewöhnt sind, mit einem riesigen Display. 5,3 Zoll, 1280x800 Auflösung, Super HD AMOLED-Screen, etwas vom Besten, was es im Moment gibt. Und ihr seht es hier vorne, ist es auch drauf geschrieben, wir haben noch ein S-Pen. Das heißt, da gibt es noch einen Stift dazu. Das werden wir uns dann nachher natürlich noch anschauen. Der ist hier unten drin. Und dann ein 1,4 GHz Dual-Core-Prozessor. Eines der allerschnellsten Smartphones. Ich sage jetzt trotzdem Smartphone, das es im Moment auf dem Markt gibt. Was haben wir sonst noch? Da hinten 8-Megapixel-Kamera. Da vorne 2-Megapixel-Kamera eingebaut. Und sonst die üblichen Bediendinger, die wir von einem Android-Gerät eigentlich erwarten. Wir gehen da mal weiter. Da dürfte ja wahrscheinlich nicht mehr allzu viel drin sein. Okay, wir haben eine Kurzanleitung, die wir uns nie anschauen werden. Wir haben ein USB. Wir haben natürlich Batterie. Batterie insofern auch spannend. 2500 mAh, ein Riesenakku, der auch entsprechend Power bietet für das große Display. Und dann den üblichen kleinen, schnuckeligen Lader, den Samsung ja seinen Geräten schon seit längerem beilegt mit dem USB-Kabel. Ja, und dann haben wir noch weiß, okay, haben wir weiße Kopfhörer mit integriertem Mikrofon und Lautstärkeverstellung und so weiter. Das sind In-Ears, wenn ich das hier richtig sehe, genau. Okay, also, so viel zu der Packung hier, die legen wir mal weg. Was habe ich dazu noch gekriegt? So ein schniekiges Smart-Cover, damit wir das ganze Ding auch ein bisschen einpacken können. Ich habe normalerweise bei Tablets keine Covers, aber bei diesem Gerät bin ich mir effektiv unsicher, ob es das nicht wahrscheinlich braucht. Darum habe ich das gleich mal dazu bestellt. Auch hier, da vorne ist na, sowas ähnliches wie Leder. Da hinten ist ein ganz leichtes Plastik und da können wir das dann nachher reinlegen. Das werden wir dann später auch tun. So. Jetzt, bevor wir dieses Gerät überhaupt starten und aktivieren, denke ich, ist es sinnvoll, dass wir es mal vergleichen mit anderen Geräten, einfach mal von außen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie groß dieses Gerät denn wirklich ist. Sicher am interessantesten der Vergleich zum anderen Samsung-Gerät, dem Samsung Galaxy Nexus, das Android 4.0 Smartphone, das ich euch ja schon in einem anderen Video vorgestellt habe. Das ist ein 4,7 Zoll Screen. Und wenn wir das jetzt hier mal angucken, dann seht ihr, ist schon noch eine ganze Ecke größer, das Galaxy Note. Ist aber nicht dicker, hat unten auch nicht diese typische Verdickung, die ja das Nexus Phone hier hat, sondern geht da ganz flach weiter. Ist aber halt schon eine ganze Ecke größer, ihr seht es. Also es ist breiter, es ist höher. Die Auflösung des Galaxy Nexus ist ja beinahe die gleiche. Das ist eine HD-Ready-Auflösung, das heißt 1280x720 und das hier ist 1280x800. Also da geben sie sich nicht allzu viel. Ist hier auch ein AMOLED-Screen. Glaube ich, auch ein super HD-AMOLED-Screen, von dem her da absolut vergleichbar. Was haben wir sonst noch? Natürlich das iPhone, welches geradezu winzig wirkt im Vergleich zum Galaxy Note. Ihr seht das hier, man hat schon das Gefühl, es passt zweimal drauf, natürlich nicht ganz, aber ist aber von der Dicke her, wie beim iPhone ja immer, ist ein bisschen dicker. Also das Galaxy Note ist wirklich recht schlank, das muss man sagen, ist auch nicht schwer. Gut, ich habe den Akku noch nicht eingebaut, muss man fairerweise auch sagen. Also das iPhone ist da schon ganz winzig dagegen. Dann kann ich noch ins Feld führen, hier das HTC Sensation, ebenfalls ein wunderbares Smartphone.
Klasse Gerät. Bin ich sehr zufrieden damit. Hat einen 4,3 Zoll Screen, der auch schon eine 920er Auflösung hat. Aber ihr seht natürlich auch da, das Galaxy Note ist ganz klar ganz viel größer. Dieses Gerät passt problemlos in jede Tasche oder auch in die Hemdtasche. Beim Galaxy Note habe ich da noch meine Bedenken. Das werde ich dann in nächster Zeit herauszufinden versuchen, ob das wirklich geht. So, legen wir mal weg. Ja, vielleicht noch ein anderes Gerät der Kleinkategorie. Das hier ist das HTC Radar, ein ganz neues Windows Phone mit dem Mango Update schon drauf. Das ist dann eher die Größe des iPhones, also auch da seht ihr winzig im Vergleich zum Galaxy Note. Vielleicht noch interessant zu gucken ist, wie ist es denn mit einem richtigen Tablet? Ich habe hier ebenfalls von Samsung das Galaxy Tab 10.1, das hier den Bildschirm jetzt schon mal gleich ausfüllt. Dahingegen ist natürlich logischerweise das Galaxy Note ganz klein dagegen, ist ganz winzig, das passt hier mehrmals drauf. Also ihr seht, es ist schon spannend, es ist zwar kein Tablet, hat aber praktisch die gleiche Auflösung wie dieses Gerät hier. Das hat nämlich auch 1280 Auflösung und das hier eben, wie gesagt, ja auch. Also ihr seht, da ist natürlich schon ein riesiger Unterschied. Das Galaxy Tab 10.1 ist aber auch wunderschön flach, ist deutlich flacher als zum Beispiel das iPad. Naja, deutlich ist übertrieben, aber ist eine Ecke flacher als das iPad. Von dem her, das ist hier auch ganz cool. Also auch ein sehr schönes, hervorragendes Android Honeycomb Tablet. Wenn wir gleich bei dem Thema sind, auf dem Galaxy Note ist natürlich auch Android Honeycomb 2.3 noch drauf. Ist aber schon eines der Samsung-Geräte, welches als an allererster Stelle ein Update auf Android 4.0 bekommen soll. Also von dem her wissen wir, da wird was kommen. So, ich packe das jetzt mal aus. Das machen wir am besten zusammen. Mal zuerst von hinten. Ziehe mal die Plastikfolie ab. Die lege ich da mal zur Seite. Und dann ist da, jawohl, wahrscheinlich, beziehungsweise da ist wieder dieser typische Samsung-Mechanismus, den ich eigentlich gar nicht so mag, dass man einfach hier hinten irgendwo zieht an der Rückseite und die dann mit einem ein bisschen Gewalt, ihr hört, geht die dann ab. Das ist immer so ein bisschen, hinterlässt bei mir immer ein unschönes Gefühl, weil ich denke, das mache ich ein paar Mal und dann könnte es dann irgendwann auch schon nicht mehr gehen. Was haben wir hier noch? Wir schauen uns das mal an. Also hier haben wir Platz für den riesen Akku. Da kommt die SIM-Karte rein und da haben wir noch eine Micro-SD-Karte, die wir reinpappen können. Da ist jetzt keine drin. Also out of the box ist da keine drin. Gut, dann mal Akku rein und dann können wir das Teil auch gleich schon starten. Ich nehme doch an, der Akku, der ist schon ein bisschen vorgeladen. SIM-Karte brauche ich ja für den ersten Test keine. So, jetzt packen wir das hier wieder rein und ihr seht, das ist eben dann einfach dieses... Das Gerät wirkt sonst absolut hochwertig, wirklich klasse verarbeitet, aber dieses Ding da, die Rückseite, das ist wirklich einfach billig. Ich verstehe nicht, warum das Samsung immer wieder macht. Auch hier beim Galaxy Nexus genau das Gleiche. Also irgendwie, na, es ist mir absolut unverständlich. Ihr seht, jetzt klemmt es nämlich hier schon und jetzt kriege ich das da nicht mehr rein, weil ich wahrscheinlich zuerst oben hätte anfangen müssen, die da alle reinzudrücken. Ah, seht ihr, also nochmal das Ganze. Also wie gesagt, das finde ich ehrlich gesagt Mist. Billiger Asien-Mist, den es eigentlich gar nicht nötig hat, weil es ein Premium-Gerät ist, auch vom Preis her ganz klar. Wir sprechen hier von ungefähr 500-600 Euro, je nachdem, wo ihr das Ding kauft. Oder auch entsprechend 500 bis 600 Schweizer Franken. So, jetzt diesmal hat es geklappt, jetzt ist es überall drauf. Okay, also gut, diese Hürde hätten wir genommen. Ja, dann würde ich auch sagen, tada, wir ziehen das Ding auch noch ab. So, und dann starten wir das mal. Das ist auf der rechten Seite. Und jetzt gucken wir mal, was da passiert. Gut, ihr seht da, Samsung Galaxy Note GTN 7000 ist der offizielle Name dieses Gerätes. Ich lege das da mal hin und jetzt startet das auf. So, also der Screen ist natürlich klasse, das merkt man schon jetzt. Also HD Super AMOLED Screens von Samsung sind im Moment das Beste, was es gibt. Da müssen wir uns nicht vormachen, das ist ganz hervorragend.
So, zum Start den Android berühren, das kennt ihr ja schon, mit WLAN verbinden. Ich würde vorschlagen, ich mache das mal und danach gucken wir uns mal die Software dieses Gerätes noch ein bisschen genauer an. So, da bin ich wieder. Akku eingelegt, Ersteinrichtung hinter uns gebracht. Dann wollen wir uns dieses Gerät mal anschauen. Ihr seht schon ein wunderschöner Lockscreen, der mich da gleich mal begrüßt. Ein bisschen kurz, aber anyway. So. Und dann seht ihr, man merkt natürlich einerseits die Größe, andererseits halt diese 1280-800er Auflösung, da hat es viel Platz drauf. Auch das Samsung Galaxy Note kommt natürlich mit der Samsung TouchWiz-Oberfläche. Das kann man mögen oder nicht. Mir persönlich gefällt das eigentlich ganz gut, ist halt ein bisschen iPhone-like und das bin ich mir gewöhnt, von dem her habe ich da nichts gegen. Wir switchen da mal durch. Okay, da haben wir schon mal eine Zeichnung, die man da offensichtlich dann machen kann. Wir haben eine Kalenderübersicht, wunderbarer Kalender, klasse. Hat man sehr schön Platz, ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht auf dem Screen hier. So, dann switchen wir da mal weiter. Okay, da haben wir noch ein paar Widgets drauf, haben wir nochmal Widgets drauf und dann am Schluss von diesen 7 Screens haben wir noch ein bisschen Leere. Okay, wir kommen da mal wieder an Anfang, dann wollen wir mal schauen, was da für eine Softwareversion drauf ist. Einstellungen, Telefoninfo, da seht ihr Android 2.3.6, sieht man hier unten. Also das ist schon mal ganz klasse. Da ist schon mal eine sehr aktuelle Version drauf, aber natürlich nicht die ganz aktuelle Version. Okay, zum Schauen, ob Aktualisierungen da sind, brauche ich eine SIM-Karte, habe ich im Moment keine drin, da lassen wir das mal einfach weg. Okay. Also, ihr seht vielleicht mal zusammenfassend, das Samsung Galaxy Note ist was ganz Spezielles, ist irgendwo durch ein bisschen merkwürdig, es ist riesengroß. Andererseits ist es kein Tablet, man weiß nicht so genau, wofür man es eigentlich halten soll. Ich werde nun in den nächsten Tagen dieses Gerät ausführlich testen, werde auf eifrig.ch einen ausführlichen Testbericht veröffentlichen und dann auch die Frage beantworten, hat es die Vorteile eines Smartphones und eines Tablets vereint oder hat es nur die Nachteile von beidem, sprich es ist zu groß für ein Smartphone und zu klein für ein Tablet? Das werdet ihr alles lesen können. Wahrscheinlich gibt es dann auch noch ein YouTube-Video dazu. Ich bedanke mich, das war Jean-Claude Frick für eifrig.ch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!